Hallo Freunde, willkommen zu einer neuen Folge LS22 Neue Minibron auf der neuen Minibron. Ihr habt euch bestimmt schon gedacht. Und ja, wir bringen jetzt einmal schnell unseren Grobber hier unter Dach. Ich hoffe, der passt da rein, auch ausgeklammt. Ich denke, ja, schon gut. Na, schaut doch nicht so gut aus. Doch, schaut doch gut aus. Bringen wir den einmal hier rein. Und dann kümmern wir uns um, dass der Drescher hierher kommt. Der 5M muss noch hierher, dass wir heute mal alles herbekommen. Vielleicht können wir zum Schluss noch hier anfangen zu dreschen. Aber das sehen wir dann, wenn es soweit ist. Statt dass wir den 5M. Eigentlich auch ein schöner. Das ist ja ein Standard-Bulldog, also ein Giants-Standard-Mod von der letzten FarmCon. Ich bin übrigens auf diesjährigen FarmCon. Auf der bin ich übrigens. Nur, dass ihr nochmal Bescheid wisst. Huch. So, das ist unser Frontladerbeauftragter hier. Und ja, Hofschlepper. Mädchen für alles, sag ich mal. Schöner kleiner 5M. Zum Anhänger ziehen reicht auf jeden Fall. So, dann fahren wir nämlich das weg. Dann kommen wir nochmal mit dem 900er her. Dann nehmen die Sätechnik weg. Und ziehen bei Alter, ich überlege gerade. Pass mal auf, wartet mal. Wir nehmen den Front, das Schneidwerk vom Drescher auch gleich mit. Das können wir hier hinten dran hängen. Müssen es bloß einmal darin schieben. Schon mal relativ super funktioniert. Oh, doch, das funktioniert besser als gedacht. Weil dann stellen wir da schnell das Schneidwerk drauf. Und dann nehmen wir das gleich mit. Dann brauchen wir nämlich den Drescher nicht mit Anhänger rumfahren, sondern können den so ohne Anhänger rumfahren. Ja, bock dich auf. Mach das, wenn du das willst. Das wird dort schon da perfekt aufgeploppt, ist es. Und dann schieben wir das noch ein Stück zurück. So schnell können wir eh nicht fahren, weil ich glaube, die Bremse noch drin ist vom Anhänger. Die geht ja nur raus, wenn man den Schlauch ansteckt. Oder? Denke ich, so wird simuliert, sage ich mal. Wenn wir den Schlauch anbauen. Genau, jetzt können wir Vollgas fahren. Ist zwar nur Strom, macht irgendwie gar keinen Sinn. Weil ich einfach mal denke, dass das Ding keine Bremse hat oder eine Handbremse nur. Wahrscheinlich ist das hier. Einfach so eine Handbremse. Wie so ein Autoanhänger. Aber es ist im Spiel wahrscheinlich alle Anhänger gleich simuliert. Und die mit Luftdruckbremse. Da musst du entweder die Bremse manuell lösen oder halt die Luftdruckschläuche anschließen. Sonst bringt es nichts. So, schauen wir uns trotzdem außen. Schauen, dass wir das irgendwie geschissen kriegen mit dem Drehschemel. Aber so schwer ist es ja nicht. Gibt Schlimmeres. Gut, man hätte noch Zug mal treffen müssen. Ja, falsche Richtung. Ja. Vielleicht schaffen wir es, vielleicht auch nicht. Ach, come on. Jetzt hat.
Ja, das gilt. Perfekt. Wo hat er jetzt den Strom reingesteckt? Ach, da unten. Da, wird schon gehen. Legal ist es wahrscheinlich nicht, aber scheiß drauf. Und umleuchte an und dann passt es. So. Na dann. Fahren wir da mal raus. Mit dem kleinen Johnny. So, perfekt. Für das, dass es ein Schalter ist, schaltet er sich sehr angenehm. Aber am Limit ist er mit seinen 90 PS. Ich glaube 105 hat er. Gottschild mitgenommen, oder? Ja. Wäre auch scheiße, wenn nicht, ne? Aber der 5M ist geil. Ich würde sowas gern viel lieber und viel öfters benutzen, so ein bisschen kleinere Sachen. 5M, 6M, 300er Vario, MF 5S zum Beispiel, so in die Richtung. Würde ich echt gern mehr benutzen. Aber auf meinen Spielstand, also meinem privaten Spielstand, wo ich halt auch so viel zock, da lohnt sich's nicht, da bringt's mir nichts. Ich kann mir so ein Ding zwar kaufen, dass ich's hab, aber ich kann mit dem halt nichts machen, weil ich hier mittlerweile halt Maschinen oder eine Größe erreicht habe, wo ein 5M mit 100 PS, ja, keine Ahnung, nicht einmal, also nicht viel machen kann. Sag mal so. So, jetzt sind wir schon mal am Hof. Schon mal gut. Da hängen wir das schon mal ab. Anhänger. Ja, wobei können wir es so wie es stehen lassen, weil wir dreschen ja dann eh da oben. Beziehungsweise wir fahren den schon mal hoch. Und um euch wieder ausmachen. Fahren den schon mal hoch, weil dann dreschen wir die 11 als erstes runter. Schneidwerk können wir ja dann immer noch hochfahren. Und wir düsen jetzt nochmal mit einem 900er runter, holen die Sämaschine. Und dann fahren wir den Drescher noch her. Ich denke, dass wir dann nächste Folge erst dazu kommen, da irgendwie was Sinnvolles zu reißen. Jetzt habe ich mich aber verfahren, jetzt bin ich in die falsche Richtung abgebogen. Fahren wir. Wenden wir hier einfach um. Ich dachte, es ist eine Straße, das ist nur ein Parkplatz. Scheiß drauf, umwenden, Abfahrt. Ja, vorher auf die FarmCon freue ich mich echt schon. Ist das erste Mal. Ich wollte zwar schon mal auf die FarmCon. Und zwar war das 2020 oder 2021. Also das letzte Mal, als die FarmCon bei Deutz war. Da ist sie ja dann abgesagt worden. Wegen Corona. Da hatte ich schon Tickets. Und da wäre ich auch hingegangen. Aber die wurde ja dann abgesagt. Und jetzt, dieses Jahr, ist sie ja wieder bei Deutz und das ist ja nicht so weit weg. Das sind 2 Stunden. Fahren wir mal aus Versehen ein bisschen anders. Und da gehe ich mit 2 Kollegen hin. Aber das heißt, es wird trotzdem irgendwie, mal schauen, vlogtechnisch, bildertechnisch, irgendwas in die Richtung werden wir schon machen. Also ganz ohne Content gehen wir da nicht raus. Es wird wahrscheinlich nicht so spannend. Ich hoffe, dass ich ein paar Leute treffe oder ein paar YouTuber treffe, die ich gern mal treffen würde. Wie zum Beispiel McManus und Freezy. Die zwei würde ich sehr, sehr, sehr gerne mal treffen. Ja, oder auch ganz den Sachsen-Let's Player, wobei ich den ja schon mal gesehen habe. Auf der Gamescom 2016 damals. Oder, na, da sind aber auch noch ganz viele andere.
Aber ganz ehrlich, am meisten freuen würde ich mich auf jeden Fall, wenn ich Freezy und McManus treffen würde. Ich hoffe, also ich denke, Manus wird da sein. Aber bei Freezy weiß man es halt nicht so genau. Da würde ich mich aber übelst freuen. Wenn ich die treffen würde. Ja, ansonsten generell einfach mal wieder ein bisschen auf so eine Messe zu gehen. Ich war ja schon länger nicht mehr auf einer Messe. Ich wollte ja auf die Bauma, das hat nicht so geklappt, wie ich das wollte. Gott, wir hätten doch Frontgewicht reinmachen sollen. Das können wir aber auf dem Hof immer noch machen. Ich glaube, das ist schon sehr hardcore hier. Warte mal. Wir bauen das Frontgewicht doch mal rein, Alter. Vielleicht. Das ist doch besser. Ding ist zwar jetzt auch leer, aber trotzdem. Boah, das ist schon hardcore. Ich glaube, das ist auch nicht so ganz richtig. Achso. Wollte ich schon. So, wartet. Machen wir mal das Gewicht noch rein. Vielleicht hilft es ein bisschen. Ich hoffe, der kriegt es. Ja. Bringt nicht so viel, aber ein bisschen. Ich hoffe, der kriegt das Ding durch den Dreck gezogen. Nicht, dass der 900er doch zu schwach ist. Aber es. Ja, doch, ich glaube schon, dass es packt. Gut, fahren wir los, fahren wir wieder zurück. Ich glaube, den Drescher, das schaffen wir dann heute doch nicht. Habe ich so ein bisschen das Gefühl. Naja. Was wollen wir hier sonst noch so machen in dem Projekt? Wir werden nichts so krass mega Projekt Besonderes machen hier. Wir werden hier ganz normal spielen. LS. Einfach auf einer anderen Map. Bisschen Minibrunnen-mäßig. Ihr seht schon, wir sind maschinentechnisch bisschen größer ausgestattet. Wir fangen nicht so komplett von Null an wie auf der Italia. Und einfach weil ich Bock habe, noch ein LS-Projekt zu machen. Also es wird weder ein reines Forst-, Ackerbau-, Tierprojekt, sondern es wird einfach ein ganz normales LS-Projekt auf eine neue Minibrunn, was halt einfach ein bisschen, wie nennt man das, was uns halt an das Projekt erinnert. LS19 Minibrunn damals, was ja den Kanal schon mit hochgezogen hat. Das war ja das erste lange große Projekt. Und es war, ist dann schon ganz cool, glaube ich. So, jetzt bauen wir das Ding. Ich bin ganz mit offener Tür gefahren, Alter. Warum sagt denn keiner was? Jetzt stellen wir hier erstmal das Ding da wieder rein. Vielleicht war der Ducano doch eine Nummer zu groß. Aber. Naja. Jetzt haben wir noch schon. Hätten es wie im Twitch-Projekt machen sollen. Da haben wir ja den Yorland-Drescher. Aber den haben wir in der Miete. Und lösen den irgendwann aus. Und finanzieren tun wir die Miete komplett durch Lohndreschen. Also wir übertreiben komplett mit Lohndreschen. Und mal ein bisschen unser eigenes Zeug noch. Und so finanzieren wir uns da so einen Drescher. So. Apropos Drescher. Das Ding läuft noch. Das fahren wir jetzt noch schnell zu uns. Und dann sind wir auch ready. Dann geht es dann nächste Woche weiter mit Dreschen,
Feldarbeit und dann werden wir auch nach und nach hier den Hof hier einrichten und groß machen. Schauen wir mal, wo die Reise dann dahin geht. Ja. Ich bin auch gespannt, wie wir das mit dem 18 Uhr, mit den drei 18 Uhr Uploads die Woche dann jetzt geregelt kriegen. Es sind halt drei Videos mehr. Habe ich jetzt nichts dagegen, also stört mich jetzt nicht, sonst hätte ich es ja nicht gemacht. Aber schauen wir mal, ob wir es durchhalten, wie lange wir es durchhalten. Ist ja jetzt erstmal noch Testphase. Selbst wenn wir es nicht durchhalten, denke ich, weil wir dieses Projekt beibehalten, dann wechselt sich das halt ab mit Forst oder Italia oder wir gehen anstatt auf dreimal die Woche 18 Uhr, halt nur auf ein oder zweimal. Aber wir probieren das jetzt mal aus mit dreimal. Ich habe da Bock drauf. Ich habe Bock aufs Projekt. Und dann schauen wir mal. Ja, ansonsten am Morgen, am Sonntag kommt Siku-Sammlungsupdate. Hat sich Zuschauer gewünscht. Habe ich aber auch schon länger oft in Planung gehabt, das zu machen. Es wird nicht rein um Siku gehen, es wird auch um Viking gehen. Ist ja im Grunde dasselbe. Siku Viking ist ja dasselbe. Da werden wir ein bisschen quatschen, ein bisschen machen, ein bisschen zeigen. Und ja, ansonsten, nächste Woche geht es dann auch weiter hier. Da würde ich nämlich sagen, wenn es dir gefallen hat, liken, abonnieren, kommentieren. Ihr wisst Bescheid. Und bis, ach so, die Runde um, bis zum nächsten Mal. Peace out. Ciao.